Jo, Tatalia. Können wir eigentlich wieder zurück zum Boot? Ahoi! Rakada-Büste? Nein. Wir würden gerne schlafen. Ahoi! Erasia? Nein. Wir verbringen jetzt sehr viel Zeit auf dem Boot. Ahoi! Rakada-Büste? Nein. Einmal schlafen für Essen, einmal schlafen für Zeit. Ahoi! Erasia? Nein. Ich habe das Gefühl, wir sind genau am falschen Tag angekommen. Ahoi! Nein. Wir wollen nach den Evermore-Inseln und die fuhren hier, glaube ich, ab. Aha. Aber nur an einem Tag der Woche und wir waren genau am falschen Tag da. Nämlich am Tag, nachdem es dahin fährt. So, Skelette dürften ja nicht so das Problem sein. Wir hätten gerne Helden. Da können wir auch schon fast in den Nahkampf gehen. Ja. Oh, irgendjemand ist verflucht oder so. Oder verängstigt. Du. Tote verwecken, segnen. Segnen kannst du. Kannst du nicht. Denn du bist verflucht. Fluch entfernen. Das Fluch entfernen hat nicht geklappt, weil sie verflucht ist. Also wir müssen jetzt so lange probieren, bis es bei ihr klappt. Ich glaube, man hat eine 20% Chance, oder so Zauber zu sprechen, wenn man verflucht ist. Was ganz schön garstig ist. Weil man ja meistens Fernkämpfer hat. Und zwar Fernkämpfer Magier. So, Bewahrung. No, was bist du denn für ein Schwert? Ein Goblin-Krummsäbel. Sah eher aus wie eine Feuerklinge, aber okay. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Skelette auf dem Boden. Nur herein. Der lachende Mönch. Eine Taverne mit bitte sehr. Nur 6 Essen. Und da wir wahrscheinlich nicht sehr häufig hier auf die Evermore-Inseln kommen, sollten vielleicht jetzt hier auch mal wieder Akkumate spielen. Ist ja schon eine ganze Weile her. Klick. Siegesbedingungen. Wir starten mit einem 20er Turm. Ziel ist es, einen 150er Turm zu bekommen oder eine Ressource von 400. Also es wird ein extrem langes Spiel. Wenn ihr also Akkumage nicht mögt, einfach da auf den Link klicken. Warum auch immer man dieses schöne Spiel nicht mögen kann. Oh, dafür kriegen wir jede Runde recht viele Ressourcen. Gute, also 150er Turm oder feindlichen Turm zerstören. Ich denke, es macht mehr Sinn, darauf hinzuarbeiten, ihn zu zerstören. Das heißt jetzt nicht, dass ich es immer machen werde, aber das ist mein erster grober Plan. Also, ein Schaden, Turm des Gegners nimmt 3 Schaden. Klingt gut. So, jetzt brauchen wir eine Mauer, sonst haben wir ein Problem. So. Wenn Mauer des Gegners größer 0, nimmt Gegner 10 Schaden, sonst 7. Und es ist größer 0 und es ist genau 10 Schaden. Das ist perfekt. Jetzt bräuchten wir eine Mauer, also das da, plus Turm, plus Mauer, plus Kreaturen. Wir brauchen mehr Mauern, auch viel mehr. Da, 3 Mauern. So. Plus Magie, ist das Minus Mauern? Mist, ich kann das nicht lesen. Weil ich das Ganze in einem wesentlich kleineren Bildschirm spiele. Okay, in einem Schaden, das ist gut. Plus 4 Mauern, sehr schön. Plus Turm, plus Mauern, geht in den Schaden. Also ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Minusmauern sind. Werde ich also erstmal nicht machen. Dich wollten spielen. Plus Steine, plus Juwelen, weiterer Zug, okay. Gegner bestehlen ist immer gut. Alle Spieler verlieren 8 Steine. Hat keinerlei Auswirkungen, weil wir jede Runde 5 bekommen. Drei Schaden bei uns, 6 Schaden beim Gegner. Mehr Mauer, sehr gut. 3 Schaden bei uns, 6 Schaden bei ihm, das heißt, ihr kriegt 5 Schaden auf den Turm. Sehr, sehr schön. Bestiarium ist nett zu haben, aber brauchen wir nicht wirklich. Ich glaube,
Ich nehme lieber ein weniger Magie in Kauf und dafür ihn ein wenig runterprügeln. So, jetzt irgendeine schön mächtige Kreatur. Oder einfach ein Freebie. Turm des Gegners nimmt Schaden. Eine Karte ablegen, die kann weg. Plus ein Turm, weiterer Zug. Wenn Magie größer Magie des Gegners, nimmt Gegner 12 Schaden. Das ist sehr schön, dann spielen wir doch mal plus 1 Magie, womit wir mehr Magie haben als er. Und greifen ihn an. Mist. Das ist schade, weil wir haben hier eine Karte, wenn der Gegner keine Mauern hat, kriegt er mehr Schaden. Also das Gegenstück zu diesem Säurenebel, den wir vorher hatten. Und er macht mehr Schaden, wenn unsere Mauer höher ist, was sie auch nicht ist. Turm des Gegners nimmt 2 Schaden. 3 Schaden. Oh, 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 oh. So, unsere Mauer ist höher. Dann schießen wir uns einen Turm. Plus 12 Turm, Gegner nehmen 6 Schaden. Unsere Mauer ist immer noch höher. Plus 4 Mauer, Gegner nehmen 10 Schaden. Mehr Mauer. Sieht langsam richtig gut aus. Er hat eine Mauer. Wenn er 0 hätte, würde er mehr Schaden machen. Plus Turm, plus Turm, minus Mauern. Plus Turm, plus Bestiarium. Plus Turm. Plus Bestiarium. Plus Bestiarium. Das kann doch nicht angehen. Also ich habe schon extra versucht, seine Mauer und seinen Turm runterzubekommen. Und inzwischen hat er 4-mal so viel Mauer und mehr Turm. Ja, das ist echt nicht schön. Aber es ist halt auch sehr viel Glück. So. Wir haben gleich keine Mauer mehr. Ja, es ist schön, dass wir Turm bekommen, aber wir brauchen mehr Mauern. Weil sonst kann er jederzeit unseren Turm runterprügeln. Plus. Ja. Wie war das bei 250? Gewinnen wir auch? Also 250 Ressourcen. Und wir kriegen jede Runde 10. Das heißt, wenn wir jetzt noch 12 Runden durchhalten oder was, kriegen wir welche. Ja, haben wir gewonnen. Das heißt, ihr dürft keine grünen Karten mehr spielen. Plus Turm, minus Mauer. Wir haben keine Mauer, das ist gut. Ja, das mit den Kreaturen klingt nicht schlecht. Wenn es denn wirklich 250 war und nicht 500 oder so, das wäre ein bisschen krass. Plus Turm. Ich glaube, du hast langsam genug Mauern, Junge. Plus ein Magie, plus ein, plus 3 Turm. Ja, es geht ganz gut hier. Wenn wir jetzt noch 2 von diesen Bestiariumsdingern bekommen, wäre alles gut. Plus Turm. Und die grünen Karten stapeln sich. Okay, wir schmeißen mal was weg. Und zwar die da. Einfach mit rechts weg. Jetzt kriegen wir den Drachen. Jetzt, wo wir drauf sparen wollen. Ich geb's auf. Du kannst weg. Wenn Steinbruch, kleiner gleich Steinbruch. Ja, okay. Mehr Steinbruch. Mehr Mauer. Und wir müssten nächste Runde gewonnen haben. Und. Nö. Dann war das doch 500 Ressourcen. Das heißt noch 24 Runden. Ich weiß ja nicht. Nö. Ja, jetzt haben wir ganz viele Grüne. Ich sehe mal ganz so zusammen. Also, im Idealfall. Okay, sagen wir, wir kriegen den Turm, die Mauer nicht runter.
6 Schaden. 16, 36, 43, 53, 58. Damit kriegen wir nicht mal die Mauer runter. Weg mit dir. Ja. Unser Turm sieht inzwischen ganz schick aus. Oh nein, das war Kreaturenabzug. Das habe ich überlesen. Ja, was schmeißen wir weg? Die schmeißen weg. Kostet nur eine Kreatur, komm. Kostet nur eine, oh, zwei Kreaturen. Warum kriege ich nur noch grüne Karten? Das ist doch doof. Okay, Steinbruch erhöhen. Mehr Magie. Mehr Turm. Mehr Mauer. 14 Runden noch. 13 Runden noch. Zu dermaßen viel Mauern. Ja, kostet nichts. Plus 3 Kreaturen, plus ein Bestiarium. Sehr schön. Die grüne Karte spiele ich doch immer gerne. Und wir haben gewonnen. Warum haben wir gewonnen? Wo sind die Siegesbedingungen? Ah, 400. Okay. Kann ich mitleben? Schließen? Schließen? Schließen. Ja, es kam unerwartet, aber wenigstens haben wir gewonnen. Das ist das Wichtigste. Denn das war ein ganz schön langes Spiel. Und es wäre jedes Mal wieder ein langes Spiel gewesen. Na gut. Und da oben ist noch so eine Kugel. Es sind ganz schön viele Schutzzauberkugeln hier in der Nähe. So einfach. Das bedeutet für mich eigentlich, dass es hier eine gefährliche Gegend ist, aber bisher sehen wir nur Skelette. Das ist ein wenig widersprüchlich. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Genug Gold gibt's schon mal. 5 Stärke, 6 Stärke. Nö. Noch mehr Skelette. Da hinten ist eine Brücke. Wir sollten aber erstmal eine Insel zur Zeit ablaufen. Selbst die Magier prügeln jetzt schon wieder. Ja, doch, wir können auf unsere Gruppe. Hey. Langsam stolz sein. So, also da geht's weg. Magisches Auge ist noch aktiv. Das sieht wie einer der Tempel aus. Oh, und ein Test des Geschicks. Nicht bestanden. Wir haben 79 gerade durch einen der Buffs. Okay. Also braucht man wohl doch mehr als gedacht bei diesen Tests. Also selbst wenn wir auf 50 Glück letztes Mal gekommen wären in Erassia, hätten wir es nicht schaffen können. So, Tempel des Mondes hätten wir hier. Und da hinten sieht aus wie ein Dorf. Wie ein kaputtes Dorf. So, die pinken Skelette da, die verfluchen, glaube ich. Lachhaft. Die kommen gar nicht erst an uns ran. Wenn ich dafür Zauberpunkte aufgeben muss. Was genau sollten wir eigentlich machen? Also wir müssen einen Druiden... Oh. So einfach. Druidenzirkel finden für Lunanera. Wir müssen in einen der Tempel... Und da etwas für Lay finden. Und sonst ganz viel Gold mitnehmen. Der Brunnen sieht komisch aus. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, der Brunnen sieht komisch aus. Und das ist er auch. Was war ein Teleporter? Und hier haben wir schon etwas härtere Gegner. Und die Hälfte des Zauber funktioniert gar nicht. Nämlich ihre. Schießen, schießen, zaubern, zaubern, schießen, schießen, zaubern, zaubern, schießen, schießen, zaubern, zaubern. Oh, oh, oh. Auf der Minimap, bitte lassen wir eine richtige Spur aus gelben Punkten. So. Ja, alles sehr gut machbar. So, tot. Also, ne?
Nicht mehr untot. Moment, 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 Moment. Was haben wir? Nein, nein, nein. Was haben wir da? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ein mächtiger Kriegsflegel. Der sieht gut aus. +11 und 2D. Ja, hat dezent mehr Kugeln dran.